1945 war im Dorf dann plötzlich die Nachricht, an der Chaussee ist was los. Da marschiert eine Kolonne mit Gefangenen. Und sind wir dann also über den Weg hierher zu dem Schmiedeberg. Wir hörten dann natürlich da die Geräusche, und zwar das Schreien. Und es fuhr immer ein SS-Mann mit dem Motorrad vor und zurück. Und dann kamen die dort um die Ecke. Die schleppten sich ja. Das waren Skelette auf Holzpantoffeln, sag ich dann. Und die sahen schrecklich aus. Du hast 1945 im April einen Todesmarsch sehen können von Menschen, die hier durch Arnsböck getrieben wurden. Wie erinnerst du dich daran? Was genau hast du gesehen? Also erstens war das die Zeit, wo wir nicht zur Schule gingen. Wir kriegten alles mit. Und hier war das Interessante, dass wir schon von weit her Holz klappern hörten, von Holzpantoffeln, mit denen die meisten Häftlinge ausgestattet waren, um diese letzte Etappe von Lübeck zu Fuß nach Neuglasau oder zum Sibylinerhof zu machen. Als die hier auf unserer Höhe waren, hier am Schmiedeberg, stand hier auch der eine Vorarbeiter des Gutes Dungelsdorf mit einem Krückstock. Er war ja gehbehindert. Und dann kam aus der Kolonne der KZ-Häftlinge ein Mensch auf den Vorarbeiter zu und sagte, so einen Krückstock, wie Sie den haben, den hätte ich auch gerne. Und das kriegte ein Bewacher mit von der SS. Und kam dann und sagte zu ihm, den Krückstock kann ich dir auch geben. Und hat dann seine Waffe an die Stirn gesetzt und hat ihn dann erschossen. Wie haben Sie reagiert, als Sie plötzlich sahen, dass ein Mensch erschossen wird? Ja, wie soll ich das sagen? Wir waren vielleicht schockiert. Das will ich gerne zugeben. Aber ich weiß nicht, ob uns das eigentlich nahegegangen ist. Und wir haben dann ja mit den Erwachsenen, die dabei waren, auch darüber gesprochen, was da passiert ist. Und da wurde uns die Erklärung gegeben, das sind sowieso alles Verbrecher und Kriminelle. Und da ist das nicht schade drum, wenn dann einer erschossen wird. Der wurde in den Graben geschmissen und es wurde dann später ein Pferdefuhrwerk vom gut eingesetzt, da wurden noch mehrere Leichen aufgesammelt und wurden nach Arnsböck transportiert. Haben Sie das gesehen? Das haben wir gesehen, ja. Das haben wir gesehen. Haben Sie sich mit Jungs unter sich darüber ausgetauscht? Ja, aber das war eben so, was die SS macht, das ist schon in Ordnung. Das waren ja für uns Elite-Soldaten und dann war das wohl okay. Und mit meinem Großvater konnte ich auch darüber sprechen. Und der hat dann allerdings behauptet, das seien ja genauso Menschen wie wir auch. Und da kam man natürlich ins Grübeln. Aber man hat das nicht weiter verbreitet. Ne? Mit den Geschwistern, mit der Mutter, konnten Sie da mit denen? Nein, die Geschwister waren ja viel zu jung. Und mit meiner Mutter konnte man über solche Sachen ohnehin nicht sprechen. Die war von ihrem Ehemann geprägt, der war ja Nazi. Und das hätte überhaupt keinen Sinn gemacht, mit meiner Mutter darüber zu sprechen. Sie haben das ja in all den Jahren berichtet. Bis heute haben Sie diesen Zwischenfall nicht vergessen. Nein, muss ich sagen, das, was ich da in der Kindheit erlebt habe, das ist heute viel näher dran
als andere Sachen, die während meines späteren Lebens passiert sind. In der Nacht vom 12. auf dem 13. April endete hier der Todesmarsch von Auschwitz-Fürstengrube. Und zwar der Hauptgruppe unter dem Lagerführer Schmidt mit dem Lagerältesten Hermann Josef. Diese Scheune des Hofbesitzers Heine vom Sipliner Hof hatte der Lagerführer von Auschwitz-Fürstengrube, Max Schmidt, der hier aus dieser Gegend kommt, einfach okkupiert. Nirgends vorgesehen, auch keine Anweisung von der SS oder was auch immer, ist eine willkürliche, wenn man so will, eine letzte Station eines Konzentrationslagers, das nirgendwo aufgeführt ist. Eine persönliche Entscheidung eines Menschen aus dieser Gegend, der als Lagerführer keine andere Möglichkeit sah, die Häftlinge unterzubringen. Hier ist nichts vorbereitet, außer dass ein bisschen Stroh hier liegt. Wenn man sich vorstellt, dass hier 100 bis zu 200 Häftlinge unterkommen und hier nichts vorhanden ist, außer in 200 Meter Entfernung hinten sowas wie ein kleiner Bach, keine Toilette, nichts. Auf jeden Fall vom 12. April, Nacht zum 13. April, kampieren die hier bis zum 1. Mai 1945. War ja dieser Todesmarsch, der von Lübeck über Pohnsdorf, Kurau nach Arnsberg ging. Eine Gruppe hat hier in der Scheune übernachtet und am anderen Morgen wurden ja hier die drei Häftlinge erschlagen. Die lagen ja hier hinterm Knick. Hier war ja früher ein Knick. Das weiß ich aber nur von der Erzählung meiner Tante. Ne? Am 30. Januar 1937 bin ich hier als zweites Kind von 5 Kindern von Hertha und Fritz Wollenberg geboren worden. Dies war auch der Hauptzugang zu den Globuswerken, die hier daneben waren und uns später mit dem Chemiegebäude das Leben ein bisschen schwer machten, weil da viel Gift produziert wurde. Hier war ein Garten voller Bäume. Ich hatte das hintere Zimmer, also mit dem Blick von der Höhe nach darüber und konnte jeden Morgen und jeden Tag einsehen das Zwangsarbeitslager der Globuswerke. Mindestens 50 bis 100 Leute, die da waren, für Zwangsarbeit festgehalten, Polen und Russen. Was nun wichtig ist, ist die Nachbarschaft. Hier mir gegenüber wohnte der jüdische Tierarzt, der um 1880 hierher zog, weil hier, Pferdemarkt heißt das ganz bewusst, weil hier ursprünglich der Pferdemarkt von Arnsberg war. Und deshalb siedelte der Tierarzt sich hier an. Der Tierarzt Beckhardt war ein sehr prominenter Mann mit vielen Kindern, zwei prominente Arnsbergerinnen als BDM-Mädels. Die betreuen diese jungen Mädels. Auf dem Schoß der BDM-Mädels sitzen die jüdischen Kinder der Beckhardts, die Enkelkinder. Die Familie schafft es 1938 noch rechtzeitig Exil in den USA zu suchen. Es ist eigentlich schade, dass diese Tradition einer wirklich
hochgebildeten, künstlerisch interessierten Familie in dieser Stadt verloren gegangen ist und nicht erinnert wird. Das ist der Rest des Gutshofes Doggersdorf. Das war für mich eine Art Spielplatz. Natürlich, wenn nichts anderes war, hier auf dem Hof passierte immer was. Dort war der Pferdestall. Der Kuhstall, den gibt es nicht mehr, der war da unten. Dort war der Maschinenschuppen. Das war viel interessanter. Da standen zwei Limousinen, amerikanische Limousinen aufgebockt. Dort haben wir ja dann auch immer gespielt. Das dort war früher mal eine Meierei. Und später zu meiner Jugendzeit war das dann das Haus, wo der Verwalter drin wohnte. Und dort ist das Herrenhaus. Das war auch ein Spielplatz für uns. Wir wussten nur, dass das Herrn Schulz gehörte. Und dass Herr Schulz in Peru lebte. Nur aus Erzählung weiß ich, wenn die Kinder ihn dann begrüßten mit Guten Morgen, Herr Schulz, Guten Morgen, Kinder, dann bekamen sie jeweils Bonbons von Herrn Schulz. Und nach der Machtübernahme waren die Kinder angehalten, mit Heil Hitler zu grüßen. Und die Kinder, die dann Heil Hitler zu Herrn Schulz sagten, die kriegten keine Bonbons. Aber es gab ja auch Kinder, die dann weiterhin Guten Morgen oder Guten Tag, Herr Schulz, gesagt haben. Die kriegten dann weiterhin auch ihre Bonbons von Herrn Schulz. Zunächst waren ja Franzosen und Holländer als Kriegsgefangene. Die wurden bei den Bauern ja wie normale Arbeiter aufgenommen. Die haben also auch gemeinsam mit der Familie in der Küche gegessen. Und die wurden genauso verpflegt wie die übrigen Mitarbeiter. Und ich erinnere mich noch, wie hier die russischen Kriegsgefangenen angekommen sind. Da auf dem Platz mussten sie sich versammeln. Da waren Hundezwinger. Und der eine Russe wollte was zu essen haben, der hatte nur gesagt, er hätte Hunger. Und da hat der damalige Verwalter auf die Hundeschüssel gewiesen und hat gesagt, was die Hunde nachgelassen haben, das könnt ihr haben. Es waren also hier auf dem Gut ca. 20 russische Kriegsgefangene. Die Franzosen und Holländer waren auch weg. So dass also auch die beiden Bauern dann russische Kriegsgefangene hatten. Die wurden aber auch genauso von den Bauern behandelt wie die Franzosen und Holländer. Während ja hier auf dem Gutshof das ein Schreckensregiment des Verwalters war. Der hat die geprügelt, hat die gequält und er ist ja auch nach dem Krieg vor Gericht gestellt worden, weil er einen Russen bis zum Tode geprügelt hat und einen wirklich schwer verletzt hat durch Prügel. Ist er verurteilt worden? Nein, natürlich nicht. Die Zusammensetzung der Gerichte war ja damals auch noch, waren ja nur Nazis. Und die haben natürlich ihre Ex-Genossen geschützt. Das war eben so. Das traurigste Schulerlebnis war für mich Ende 1944, kurz vor dem Ende meiner ersten Schulzeit in der vierten Klasse. Ein
Polizist Reckermann, der auch schon zur Zeit des frühen KZs Polizist in Arnsburg war, kommt mit einem Zettel in der Hand. Wir stehen am Rande des Schulhofes. Neben mir mein Freund, mein wirklich tiefster, innigster Freund, Wolf-Dieter Wölke, kriegt von dem den Zettel in die Hand, in die Gebürsten, den Olle ist tot. Das heißt, die Nachricht, dass der Vater in Russland gefallen ist. Wir konnten 2 Tage nicht reden. Und mein Freund Wolf-Dieter Wölke, der bis in die 70er Jahre hier lebte, bevor er dann nach Hamburg zog, ist eigentlich nie damit fertig geworden, hat nie über seinen Vater reden können. Das sind auch Jugenderlebnisse, über die man viel zu wenig nachdenkt, aber so ging man damals mit uns Jugendlichen um. Genauso, was die Zwangsarbeit da drüben betraf. Es wurde einem verboten, denen was zu reichen, wäre kein Problem gewesen. Wir hatten einen Garten hier, was auch immer, es war verboten. Todesbote. Todesbote. Nein, das war nicht der Postbote. Das war ein Parteifunktionär, irgendein Goldfasan, der die Aufgabe hatte, den Hinterbliebenen immer die Todesnachricht zu überbringen. Und der hatte davor offensichtlich einen Horror, den Erzählungen nach. Der hat immer eine ganze Woche gesammelt und überall war schon in den Dörfern bekannt, der war gefallen oder der war gefallen. Und dann musste ihn immer einer antreiben, damit er dann mit den schriftlichen Mitteilungen zu den Hinterbliebenen gegangen ist. Ne? So war das bei meinem Vater genauso. Ja, mein Vater war ja gefallen und wurde schon im Dorf geredet. Der Fritz Mutschler ist gefallen. Und meine Mutter konnte das ja gar nicht glauben, weil sie gar keine Mitteilung hatte. Und erst 2-3 Tage später ist dann dieser Todesbote aus Kura gekommen und hat die schriftliche Mitteilung gebracht. Ne? Können Sie sich erinnern, wie die Familie, wie Sie als Kinder, Sie und Ihre Geschwister, wie Ihre Mutter reagiert hat? Ja, meine jüngeren Geschwister, die haben das ja gar nicht so realisiert. Ich kannte ja nun meinen Vater noch. Der war ja 2 Monate, ja, zu Weihnachten 44, nein, zu Weihnachten 43 war er noch hier gewesen und hat mit uns, mit diesen ganzen Dorfjungs, noch Räuber und Gendarm gespielt und hatte seine Waffe. Das war eine, ich weiß immer nicht den Unterschied zwischen Revolver und Pistole, ungeladen zur Verfügung gestellt. Und das war für uns Jungs natürlich ein Highlight, dass wir da dann mit so einer Waffe Räuber und Gendarm spielen sollten. Also für mich war das doch eine Situation, wo ich lange angeknabbert habe, bevor ich das realisiert habe, was da abgelaufen ist. Ne? Er war überzeugter Nazi. Das konnte man ja daran erkennen, dass er sich freiwillig zur Wehrmacht gemeldet hat, als das gar nicht erforderlich war. Seine Schwester hat ihm das auch vorgeworfen, dass er seine Familie in den Stich lässt. Und da hat er meiner Tante einen Brief geschrieben und hat gesagt, das könne sie gar nicht verstehen, denn er sei überzeugter Nazi. Und deswegen hat er sich auch freiwillig zur Wehrmacht gemeldet, weil er davon überzeugt war, das ist der Gute.
Ich wollte dich gerne noch fragen zu deinem Elternhaus, ob du noch mal berichten kannst, in was für einem Elternhaus du eigentlich aufgewachsen bist, wie deine Eltern, was für eine Einstellung sie hatten und wie du das als Kind erlebt hast und wie dich das geprägt hat. Also geprägt hat mich vornehmlich mein Vater, der in der Gemeinde hoch angesehen war, auch im Gemeinderat saß und für mich so Vertreter eines Liberalen war. Ich glaube, er hat auch keiner Partei angehört. War aber für mich immer faszinierend zu sehen, als ich später hier zurückkam, hochgeschätzt von den SPD-Leuten, zum Beispiel der Gemeindevorsteher Rieger war ein großer Freund von ihm. Deshalb habe ich immer gedacht, eigentlich kann bei meinem Vater nichts Böses vorliegen. Er hat nie was erzählt, also Böses bezogen auf die Nazi-Zeit. Ich habe erst sehr viel später mitbekommen, dass er als Sonderführer in der Ukraine tätig war. Wir wussten, dass er in der Ukraine war, aber nicht, was er machte. Und er hat nie über die Nazi-Zeit geredet. Also ich habe über das Elternhaus nicht nachgedacht, nicht nachgefragt. Ich habe auch die Nazi-Vergangenheit meiner Lehrer nicht hinterfragt, obwohl der eine mich, wie der Walter Kahl, mein Nachbar, der Berufsverbot hatte, mich geprügelt hatte in den ersten Jahren als Schüler, weil er aus mir einen anständigen Jungen machen wollte. Das habe ich nicht hinterfragt. Deine Kindheitserlebnisse würdest du jetzt gar nicht unbedingt so sagen, dass das irgendeine die Auswirkung hatte, so, ne? Oder? Nein, ist das ein Grund für etwas? Das hat nachträglich eine Rolle für mich gespielt. Im Zugang zu der Aufarbeitung ist mir erst bewusst gewesen, was ich gesehen habe, verdrängt habe, nicht aufgearbeitet habe, was gewissermaßen einen auch dazu zwingt, nachzudenken, hast du nicht auch versagt? Warum hast du die Klappe so spät erst aufgemacht? Warum hast du nicht nachgefragt, als die Nazis noch lebten, als dein Vater noch lebte? Das, was mich wesentlich geprägt hat, war die Katastrophe der Kap Arkona, die Bombardierung. Als wir von dem Drama der Kap Arkona in Arnsberg erfuhren, das Drama vom 3. Mai mit den Tausenden an Toten, fahren wir am 4. Mai, mein Schulfreund Wolf-Dieter Wölke und ich, mit dem Fahrrad, Vollgummireifen, Richtung Ostseeküste. Wir haben in der Zeit keine Schule, wir können morgens losfahren und erleben dann noch, wie ganz gewöhnliche Deutsche mit dem Spaten in der Hand oder mit dem Stock in der Hand da noch rumlaufen und dabei sind die wenigen Überlebenden, die sich ans Ufer retten, zu erschlagen. Ein Ereignis, über das ich lange nicht reden konnte, aber das mich ebenfalls geprägt hat als konkrete Folge dessen, was wir Jungen nicht verstehen konnten, wie ganz gewöhnliche Deutsche noch nicht mal in der Lage waren, diese ans Land schwimmenden Häftlinge zu retten, sondern sie erschlagen sie. Das ist ein Ereignis, das viele damals mitbekommen haben, aber das tabuisiert wurde. Für mich deshalb ganz wichtig nach 1978, weil ich die Ostsee seit Mai 1945 nicht mehr baden erleben konnte, weil uns 45, 46, wenn wir da baden, noch Reste von Leuten, von diesen Menschen, Kopfreste, Beinreste in die Hände beim Schwimmen fallen konnten und ich habe seitdem da nicht mehr baden können. Insofern ist das vielleicht das
Ereignis, das mich am meisten betroffen hat am Ende des Krieges. Sie gehörten zu den allerersten, die hier im Raum Ahrensbück aktiv wurden. Sie waren Mitbegründer dieser Gedenkstätte. Kann man sagen, ja, das hat auch etwas damit zu tun, dass Sie damals dieses Erlebnis haben mussten? Dieses Erlebnis, was ich als Kind hatte, das habe ich ja nie vergessen. Und was mich immer geärgert hat in all den Jahren, ist, dass man das hier vor Ort nie aufgearbeitet hat. Und das führte ja letztendlich dazu, dass mit einigen anderen Bürgern, gar nicht mal aus Ahrensbück, sondern mehr aus der Umgebung von Ahrensbück, diese Gruppe 33 gegründet wurde, die ja von der Bevölkerung damals angefeindet wurde, dass wir also sozusagen als Nestbeschmutzer hier tätig werden. Und das hat auch etwas zu tun mit der Gedenkstätte Ahrensbück, die überhaupt erst anfängt, darüber nachzudenken, wie man dieses Kapitel aufarbeiten kann. Zunächst fast ausschließlich konzentriert auf den Todesmarsch von Auschwitz. Und das zwingt dann nachzufragen, gibt es eine Vor- und Hintergeschichte? Und im Grunde ist das eigentlich alles ein Nachdenken viel späterer Jahre. Ja, natürlich, die Geschichte holt einen dann ein. Unsere Generation wächst auf mit dem Verdrängen. Und unsere Generation erfährt nichts von den Lehrern, nichts von den Eltern. Es gibt hier auch kaum Überlebende. Selbst die Überlebenden des Todesmarsch von Auschwitz sagen nichts, die in Ahrensbück bleiben, über ihre Erlebnisse. Also alles ist mühsam, erst zu rekonstruieren. Und wo findet man sowas? Das ist eine hervorragende Grundlage, um auch mit den Jugendlichen in Gespräch zu kommen. Und das ist eigentlich immer mein Anliegen gewesen, dass das, was passiert ist in der Vergangenheit, dass sowas in Zukunft nie wieder geschehen kann. Und das geht nur, wenn wir die Jugendlichen mit ins Boot kriegen. Die alten Ahrensbürger, die schaffen wir sowieso nicht mehr. Was würden Sie diesen jungen Menschen mit auf den Weg geben? Nicht auf diese dummen Menschen zu hören, die da Lügen verbreiten. Die sollen nachdenken, und das tun sie ja auch, wie das Beispiel Friday for Future zeigt. Also insofern bin ich da optimistischer als Sie.